Ja, der rosa-rote Elefant. Der ist schuld. Sonst wäre ich vielleicht nie nach Deutschland zurückgekommen. München war für uns wirklich zu Hause. Es war Heimat, in jeder Hinsicht. Wir haben eigentlich München und die Umgebung von München geliebt. Ja? Weil wir kannten sie ganz gut, denn damals fuhr man nicht nach Mallorca oder nach Südamerika. Wenn man Freizeit hatte, dann ging man in die Wälder um München rum. Ich kannte als Kind den Süden von München. Fast wie meine Westentasche. Das waren unsere Hunting Grounds, nicht? Als Kinder. Und unseren Urlaub verbrachten wir meistens in Tutzing, am Starnberger See. Mein Vater und meine Eltern besaßen ja in München zwei Schuhgeschäfte. Und die konnten nicht einfach die Geschäfte zumachen, aber wir hatten längere Schulferien, also waren wir auf einem Bauernhof in Tutzing. Und Vater kam immer jeden Abend dann mit dem Vorortzug angefahren. Und wir saßen auf einer Bank, da wo er vorbeigefahren ist, da war schon das Vorsignal. Da war schon das Winke-Winke, da kommt der Vater. Und sagen wir mal, schon 6, 7 Wochen. Und natürlich kannte jedes Huhn auf diesem Bauernhof. Also Tutzing ist auch ein Ort, der für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber wie gesagt, München war für uns wirklich zu Hause. Das war Heimat. Heini war mein Name. Ich bin ja immer von der Stadt nach Hause gekommen. Wir wurden in Schwabing. Und damals die Linie 3, glaube ich, die fuhr bis zum Kölner Platz. Und da wendete sie. Ja? Und weil ich regelmäßig fuhr, kannte ich dann schon die Fahrer. Und er ließ mich dann, wie alt war ich da? 7, 8, ja? Die Straßenbahn um den Kreisel fahren, ja? Und setzte mir manchmal seine Mütze auf. Ja? Einmal war meine Mutter da, die schrie vor Panik, der kleine Heini fährt die Straßenbahn, jetzt gibt es Unfall. So, man erinnert sich an so kleine Blödheiten. Ja. Wir waren ja 2, mein seliger Bruder Edgar Hermann und ich war Heinz Georg. Ja. Deutscher geht es ja schon gar nicht mehr. Ja. Wir gehörten dann auch zum jüdischen Sportverein. Und so, eigentlich, es fehlte uns an nichts. Es gab in unserem Haushalt keinerlei Vorurteil gegen irgendeine Religion oder Nationalität. Wir waren wirklich ein deutsch-liberal, würde ich sagen. Vater war Patriot. Ja. Er war Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, im Jägerbataillon, hatte sein Eisernes Kreuz. Der war ein eingefleischter Nazi, der ließ es einen schon fühlen. Ja? Und da habe ich so ein Gedächtnis, dass der mich schon ein bisschen piesackte. Ja? Dafür gab es einen anderen Lehrer, ein älterer Herr,
von der Tann. Der war besonders zuvorkommend. Ich glaube, der wollte es wieder gut machen irgendwie, ja. Und war fair und anständig. Und meine Freunde, Bekannte, die anderen Schüler, manche so, manche so, ja. Also ich muss sagen, meine Schuljahre waren eigentlich angenehm. Mit Ausnahmen, ja. Das endete sich schlagartig im November 38. Es war eine liberale Familie, wir gingen des Öfteren in die Synagoge. Damals Vater noch mit Zylinder und dann später mit Gox, ja, und schwarzen Mantel natürlich, wie alle anderen auch. Und wir passend angezogen zu Schabbat-Gottesdiensten, also in Feiertagen selbstverständlich. Es wurde ein Teil unseres Lebens. Ich war als Kind tief beeindruckt von der Atmosphäre, verstand wahrscheinlich relativ wenig, aber es war eine unbeschreibliche, eindrucksvolle Atmosphäre. Natürlich der Rabbiner da oben auf der Kanzel, predigte noch von der Kanzel oben, Dr. Berwald mit seinem ehrenvollen Bart schön gestutzt. Der war natürlich fast wie der halbe liebe Gott, nicht? Da oben mit seiner brummenden Stimme. Wir hatten in München die rauschende Orgel, der halbe Opernchor sang da vierstimmig. Fragen Sie mich nicht nach den Inhalten, ja? Aber einfach da zu sein, aber auch wie die Menschen mit einem Umgang sind. Ich erinnere mich noch an den Synagogendiener, der immer ein Bonbon in der Tasche hatte, ja? Und der dann die Familie beim Namen kannte. Und das war eine familiäre Atmosphäre, obwohl es auch eine Art Kathedralenatmosphäre war. Besondere Geschichte des jüdischen Volkes und des Judentums gefasst in Musik und Klang. Das Gefühl der Verbindung zwischen dem Diesweltlichen und dem Andersweltlichen. Ich glaube, dass das gesungene Wort steht höher als das gesprochene Wort. Denn es hat noch eine weitere Dimension. Und für mich das jüdische gesungene Wort erreichte in meiner Erinnerung den Höhepunkt in der Synagoge zu München. Ob stimmt oder nicht, das ist eine andere Sache. Das ist rein subjektiv, ja. Und vielleicht verfolgte ich eine Fata Morgana, ja. Das war meine Fata Morgana. Als die Synagoge zerstört wurde, war ich 11 Jahre alt, ja. Und ich glaube, ein Alter, wo man Eindrücke schon mitbekommt, ja. Und plötzlich war das weg. Es war ein Teil meines Lebens, ja. Und das wurde gewaltsam entrissen, sozusagen. Ja? Wenn ich zurückdenke, natürlich, dann erinnere ich mich schon
an die Verzweiflung oft meiner Mutter oder die Enttäuschung meines Vaters. Denn er war auch einer, der diesen Floskeln aufsaß. Ach, die Reichswehr wird es nicht zulassen und die Industrie, die können das überhaupt nicht zulassen, was das passiert. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und so weiter wird sie alles irgendwie schon regeln, ja. Aber als die Synagoge abgerissen wurde, ja, das war eigentlich der Moment, an dem er endlich verstand, dass es in Deutschland keine Zukunft gab. Mein Vater wurde verhaftet. Am 9.10. November um 4 Uhr früh kam die Gestapo und hat ihn abgeholt. Mutter war verzweifelt, ich wusste ja nicht, wo Vater ist. Und dann stellte sich heraus, dass er in Dachau war, wie viele andere aus München und auch aus Österreich, die da hingebracht worden sind. Und dann kam natürlich die Abwicklung, Anführungszeichen, des Geschäftes, quasi Enteignung. Ja? Und das war natürlich ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja. Jetzt war wirklich höchste Eisenbahn. Die meisten Länder hatten ja schon ihre Tore zugemacht. Ja. Und alles war weg. Denn man konnte ja auch nichts mitnehmen. Und mit 10 Mark gingen wir dann raus. Alles andere wurde beschlagnahmt. Die Wohnung wurde ja aufgegeben. Dann wohnten wir noch bei meinem Onkel für kurze Zeit, dann in einer Pension. Die letzten Tage, irgendwelche Bekannte von meinen Eltern wollten noch Abschied nehmen und kamen ganz früh in die Pension, um Abschied zu nehmen. Aber es klingelt da so gegen 6 Uhr früh, 5, 6 Uhr früh. Das waren Freunde, aber das wussten wir nicht. Ja? Und das ist etwas, an das ich mich erinnere, der Schock. Denn wenn es um 6 Uhr früh klingelt, dann sind es keine Freunde. In der Nacht oder in diesen Stunden klingelt nur die Gestapo. Das war wieder mal eine dieser Erfahrungen, die meine Mutter machte hauptsächlich. Ja? Dachte im letzten Moment, dass jetzt noch was passieren würde. Aber einen schönen Morgen in dieser Pension in der Maximilianstraße, sie ließen die Brand Richtung Hauptbahnhof. Unsere Großmutter, die in Breslau lebte, die kam zu der Auswanderung mit uns. Sie hatte in eine Dose Nivea-Creme unter der Creme ein englisches Pfund verborgen. Ein Pfund war nicht so viel, es war mehr wie heute, ja. Aber wenn man sie damit erwischt hätte, ja, dann wäre es aus gewesen, ja. War das ein kleiner Sieg? So etwas Irrationales muss man da auch mitmachen. Und das auch noch in meiner Erinnerung. Wir saßen in einem Abteil und wir kamen an die Grenze. Ich glaube, bei Bentheim. Und dann kam die Gestapo. Ja? Und neben uns aus dem Abteil wurde jemand rausgenommen. Wir saßen wie versteinert. Wir rührten keinen Finger. Möge das alles vorbeigehen, ja? Und als wir ein paar Minuten später, als der Zug wieder anfuhr, den ersten holländischen Soldaten, einen kleinen Soldaten mit einem kleinen Gewehrchen da am Bahnkörper Wache stehen sahen, dann schauten wir uns nur an und sagen, jetzt ist es vorbei. Ein Aufatmen. Kind rauscht das irgendwie vorbei. Ja, man erinnert sich schon, weil man mal Teil des Ganzen, ja. Aber so wie die Eltern fühlten, wo plötzlich ihre Existenz, ihre wirkliche Heimat ihnen entrissen wird, ja. Und
dieses tiefe Gefühl hatten wir ja nicht. Da war ja Abenteuer auch dabei, nicht? Dann die große Fahrt, Eisenbahn, Schiff nach England, fremde Länder und so weiter. Das war ja aufregend auch, ja. Und die Zeit hat sich mir schon eingeprägt, ja. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist für mich ein ganz dunkler Punkt in meiner Lebensgeschichte. Nein, das hatte auch, ich sage, etwas Aufrüttelndes da. Schweißt unsere Familie auch zusammen. Wir kamen und fühlten uns sehr schnell zu Hause. Viele der Menschen um uns hatten ein ähnliches Schicksal. Und wenn man jung ist, dann macht man keinen großen Unterschied, ob du von polnischer herkommst, von deutscher herkommst. Wir lernten relativ schnell Hebräisch. Und damals herrschte, das war in den 1940, da war schon Krieg dann, ja. Es herrschte eine Aufbruchstimmung. Ja? Und dann machte man schnell Freundschaften. Ja? Es kam bald das Alter, wo man auch junge Damen nachstolzierte. Nicht? Und es war eine sehr freie Gesellschaft. Ja? Die Eltern kamen mit nichts. Man half ihnen dort schon. Also meine Eltern bekamen dann zugewiesen einen kleinen Bäckerladen im Norden von Tel Aviv, weit entfernt von Schuhen. Ja. In Schuhen war nichts zu machen. Und mein Vater betrieb dann diesen kleinen Bäckerladen. Und wir, die beiden Jungs, mussten mithelfen. Das heißt, früh morgens vor der Schule am Anfang und später vor unserer Arbeit nahmen wir unser Fahrrad und brachten die Brötchen zu den Kunden. Ja, jeder Kunde hatte einen anderen Sack mit einem Namen drauf oder mit einem Muster. Und die Brands fuhren mit dem Fahrrad von A, B, C und hingen den Sack mit den frischen Semmeln an die Tür. Es war, wenn ich mich erinnere, ein Gefühl von, ich helfe dir, du hilfst mir. Wir sind gemeinsam im gleichen Boot. Ja. Und so wuchsen wir auf. Das war Freiheit. Das, was wir nach dem Krieg erfuhren, war nicht unsere Gegenwart dort, während es passierte. Ich weiß, in höheren politischen Kreisen wusste man viel mehr. Aber bei uns im Alltagsleben war das nicht so präsent. Es kam noch nicht so richtig durch und raus. Unser Blick richtete sich mehr nach Nordafrika, die Nordafrika-Front, ja. Da lautete die Gefahr, dann El Alamein. Also die Deutschen standen schon nicht so weit vor Kairo. Das wäre natürlich ein ganz anderes Szenario wieder gewesen. Es war schon noch 1947, da wurde es klar, nachdem die Engländer das Mandat niedergelegt haben, dass nun eine sehr kritische Phase kommen würde. Und natürlich waren auch schon welche in der Haganah, also der Untergrundarmee, auch zu Verteidigungszwecken in den Dörfern, in den Kibbutzim an den Grenzen. So 47 wurde uns klar, da kann man nicht beiseite stehen. Und, man kennt jemanden, ich kennt jemanden. Und da ging ich
meldete mich freiwillig, ja. Damals war die Hauptaufgabe, illegale Immigranten durch die britische Blockade zu schleusen. Wir waren alle Idealisten. Das war nicht nur eine Aufgabe, das war mehr als das. Wir wussten schon jetzt, ja, ungefähr, was geschehen war. Dieses furchtbare Schicksal, ja. Diese Flüchtlinge waren, was noch übrig war. Und jetzt wollte man sie auch aussperren sozusagen, ja. Da waren ja auch Schiffe, die zurückgeschickt worden sind und so weiter. Und da waren wir einhellig, da muss was getan werden, was wir tun konnten. Das heißt, ihnen, soweit sie kamen, ins Land zu helfen. Das waren unsere Brüder und Schwestern, wenn die auch jetzt ganz anders gestrickt waren, ja. Und da hörten wir dann genauer das Schicksal. Und dann war das schon viel mehr als Pflicht. Das war absolut notwendig. Wir mussten den Menschen helfen. Ja. Dann kam gleich der Rückzug der Engländer und jetzt wurde es ernst. Ich erinnere mich sehr wohl noch an die Nacht, als die Abstimmung der Vereinten Nationen war. Also jeder hatte so sein Radio und auch die Fenster waren alle offen und die Radios auch. Man hörte dann jedes Land, ja, nein, ja, nein. Und als dann die Abstimmung vorbei war, ein Riesenjubel, der dann aufbrannte, ja, weil die Abstimmung war ja für die Errichtung des Staates in der Teilung damals, ja. Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Das dauerte nicht lange, denn dann nächsten Tag ging's los. Da hatte ich die Wahl, entweder unterschreibe ich für mehrere Jahre oder kehre zurück zum Zivilleben. Ich habe Letzteres gewählt. Ich hatte jetzt mein Abitur hinter mir, mein englisches Abitur. Und so konnte ich nach England zum Studium. Der junge Staat hatte damals gar nicht so die Devisen, dass er Studenten ins Ausland schicken konnte. Ja. Aber als ich noch auf dem Kriegsschiff war, und noch Supply Officer, der fuhr mal David Ben-Gurion auf einen kleinen Urlaub auf unserem Schiff. Wir hatten eben auch die elektronische Ausrüstung, dass er immer mit der Regierung in Kontakt bleiben konnte. Und der Urlaub bestand darin, ihm ein paar ruhige Tage zu gönnen, ihm und seiner Frau, mit einem Rundfahrt um Zypern rum, ja, in unserer Fregatte. Und mit ihm war der damalige Schatzmeister. Mit dem spielte ich dann Schach. Und so wurden wir bekannt. Und bevor er dann wieder zurück zu seinem Büro ging, sagte er, nicht Ben-Gurion, sondern der Schatzmeister, Hanan, das war jetzt mein hebräischer Name, ja, wenn du irgendwie mal ein bisschen Hilfe brauchst, ruf mich an und mal sehen, was wir machen können. Ja? Und das tat ich dann. Ich sage, ich möchte zum Studium, ich brauche
bisschen Geld, das ich überweisen kann nach England. Da sagte er, okay. Hat Anweisung gegeben vom Minister runter, dem Hanan Brandt, doch ein paar Kröten nach England überweisen zu lassen. Sonst wäre ich gar nicht dahin gekommen. Wege Gottes sind komisch manchmal, ja. Meine Frau sagt immer, es gibt keine Zufälle. Weiß ich nicht, aber ich glaube, sie hat recht. Während ich dann nach meinem Studium bei Henry Ford arbeitete in Dagenham, ich war Marktanalytiker, in meiner Freizeit gab ich Hebräisch- und Religionsunterricht in einer neuen liberalen Gemeinde im Osten Londons. Ja? Und kam so in diese Kreise. Bei einem Treffen ein paar Jahre später sagte ich mal einfach so in Hörweite von einem sehr angesehenen Rabbiner, der in der größten liberalen Synagoge in England amtiert, ein Amerikaner, Rabbiner Dr. Reinhardt. Und da sagte ich so, ach, wenn ich meine Zeit noch mal hätte, würde ich in diesem Bereich arbeiten. Ja. Also habe ich gefragt, warum? Ich habe gesagt, weil es ziemlich egal ist, ob Henry Ford noch mehr Autos verkauft oder weniger. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ohne zu fragen, was kommt dann raus für mich, sondern einfach der menschliche Kontakt. Dann sagte mir, warum machst du das nicht? Ja, lerne zum Rabbiner. Hebräisch sprach ich, ein bisschen jüdisches Wissen hatte ich auch. Da sage ich, ich bin jetzt verheiratet, ich habe schon zwei Kinder, die wurden später vier. Das ist jetzt gelaufen, sagte er, kann ich verstehen. Aber wenn ich dir ein Stipendium besorge, in der Höhe deines Einkommens jetzt, würdest du studieren kommen. So ein Angebot ist ja eigentlich nicht auszuschlagen. Besonders nachdem man glaubt, das ist unrealistisch. So hier. Da habe ich gesagt, ja, wenn man sowas machen könnte, dann würde ich schon kommen. Ja? Bin ich 24 Stunden vergangen, ein Telefonat von einem Mäzen aus der Familie Montefiore. Er sagte, Herr Brandt, Dr. Reinhardt hat mit mir gesprochen. Ich offeriere Ihnen ein Stipendium die ganze Zeit Ihres Studiums im Ausmaß Ihres Einkommens bei Ford. Wow. Ein kurzes Unterhalten mit meiner Frau, die ja auch aus ähnlichem Milieu kommt, aber Englisch. Und mit ihrem Einverständnis habe ich dann mein Kündigungsschreiben losgelassen, kreuzte sich mit meiner Beförderung bei Ford, aber das war alles gelaufen, ja. Und ich ging dann zurück zum Studium. Obwohl ich eine liberale Sicht des Judentums vertrat, habe ich, hoffe ich, auch ein großes Verständnis und auch eine Hinwendung zu Tradition. Und für mich war die Gemeinschaft des jüdischen Volkes als Ganzes von Bedeutung. Ich mochte weniger das Adjektiv liberal, orthodox und weiter, sondern Judentum. Göteborg
war eine Gemeinde damals, die sich sehr am deutschen Muster hielt. Vorkriegsliberalismus. Eine Orgel, ein kleiner Chor, aber ziemlich traditionelle Gottesdienstarten, ja. Aber ein schönes Gebäude mit allem drum und dran. München lässt grüßen, ja. Natürlich kam öfters die Frage auf, zurück nach Deutschland. Ich war einer der wenig deutschsprachigen Rabbiner, obwohl mein Deutsch damals noch ein bisschen begrenzt war, auf Kaffee und Kuchen. Aber ich hatte den Grundstock. Da war ich also jetzt in Göteborg. Und wie wieder die Zufälle spielen, ja. Es gab damals in der Bundesbahn ein Ticket, das hieß der rosa-rote Elefant. Ich habe für 99 Mark, nicht Euro, fuhr man hin und zurück durch die Bundesrepublik. Ich war in Schweden, das hieß von Puttgarden nach Basel, ja. Weiter geht schon gar nicht, ja. 99 Mark hin und zurück. Aber natürlich, ICE gab es auch noch nicht, ja. Und oft musste man umsteigen, ein paar Stunden warten auf den Anschluss. Aber das machte ich gerne. Ich hatte ja meine Familie natürlich. Manchmal kamen die im Auto, manchmal mit der Bahn. Fliegen war damals noch sehr teuer. Und ich fuhr mal mit dem roten Elefant und musste in Hannover umsteigen. Und da waren ein paar Stunden zu verbringen. Was macht ein Rabbiner, wenn er in einer Stadt ist, die er nicht kennt? Er schaut sich mal die jüdische Gemeinde an. Und zufällig war der Vorsitzende da und da kam ein Gespräch und sagte dann, wir haben gerade den Staatsvertrag abgeschlossen. Darin ist auch das Gehalt eines Landesrabbiners. Die Position ist nicht besetzt, aber wir suchen einen. Wie wäre es? Ja? Und so übernahm ich das Landesrabbinat von Niedersachsen. Ja, der rosa-rote Elefant. Der ist schuld. Sonst wäre ich vielleicht nie nach Deutschland zurückgekommen. Ich muss schon sagen, manchmal an Bahnhöfen, ja, wenn ich besonders solche Käppis sah, so wie sie früher getragen worden sind von den kleinen Funktionären und so weiter, drehte sich mir schon der Magen um. Ja. Irgendwie, ich sagte, war er dabei. Ja. Also so ein richtiges Wohlgefühl kam nicht auf. Ja. Das kam auf, als wir dann wieder München besuchten und rausfuhren zum Starnberger See und so weiter. Die Natur hatte sich nicht verändert. Aber bei den Menschen hatte ich noch Vorbehalte. Ich wollte schon etwas bewirken können. Ja? Also einfach nach Deutschland zurückzukommen, das war nicht drin. Und ich sah in meiner Zielsetzung eben die Weiterentwicklung meiner Arbeit im interkonfessionellen Dialog, aber auch mit der deutschen Gesellschaft. Denken Sie daran, das war schon Anfang der 80er Jahre. Da hatte sich schon einiges getan. Nostra Aetate war schon hinter uns. Die evangelischen Kirchen haben sich auch schon mit dem Thema beschäftigt. Also es gärte schon an allen Ecken und Enden. Und es war Platz für diese Diskussion. Für die Zukunft, für unsere Generation die Zukunft. Ich schulde es
dem Judentum. Ja? Das zu tun. Aber auch der Gesellschaft, also im Allgemeinen, denn ich sehe uns nicht in Isolation, im Gegenteil, ich sehe uns als Teil der Gesellschaft, die eine innergesellschaftliche Aufgabe haben. Diese Tendenz, die man gelegentlich vorfindet, jüdische Seite sich so ein bisschen isolieren und ein Leben für sich selbst zu führen, ist nicht meine Auffassung. Ich glaube, dass das Judentum schon von den biblischen Ansätzen eine Aufgabe hat in Richtung Durchdringen der Gesellschaft mit den moralischen, ethischen Prinzipien der Bibel. Das heißt hauptsächlich Gerechtigkeit und Frieden. Ja? Und das bedeutet, dass man miteinander auch kann und soll. Und ich bin mir auch bewusst, dass wenn man die Schichten der Feindschaft und der Gegnerschaft, die aufgebaut worden sind über die Jahrhunderte, entfernt oder runtergräbt, dass es trotz unüberbrückbarer Unterschiede im theologischen Bereich, die gibt es, ja, die muss man aushalten, ja, viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man zugibt. Ja? Und es gilt, diese offen zu legen und dort zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, wo es möglich ist. Und dieser Versuch, ins Gespräch zu kommen, erstmal voneinander, übereinander zu lernen, aber auch das den Menschen zu vermitteln. Denn den, den du nicht kennst, dem behaftest du oft mit Vorurteil und dann auch mit Hass. Den Menschen, der dir nahesteht, den du kennst, den wirst du selten hassen, weil du ihn kennst. Ja? Und deshalb kennenlernen. Und dann sagen, welche Aufgaben stellen sich uns gemeinsam, um diese Gesellschaft so zu ordnen, dass alle friedlich und Respekt leben können. Ja? Ungeachtet, ob sie reich sind, ob sie arm sind, ob sie christlich sind, ob sie jüdisch sind und so weiter. Und jeder auch nach seiner Fassung selig werden kann. Ja? Ich möchte nicht sagen, dass in Augsburg ich das jetzt gefunden habe, das würde nicht stimmen. Nur äußerlich gesehen, ja. Die gleiche Synagoge, die ähnliche Architektur. Ja. Und meine Pilgerfahrt durchs Leben hatte auch immer ein Teilchen der Suche nach dem Verlorenen. Ja. Denn auch mein Werdegang dann zum Rabbinat, ist, glaube ich, zum Teil darin fundiert, diese Suche nach, die nie voll erfolgreich war. Näher, weiter weg, aber nie ganz. Und hier bin ich so nahe gekommen, wie ich, glaube ich, konnte. Und das erfüllt mich schon mit Befriedigung. Thank you.
sagen, ich habe meine Beziehung zu Bayern eigentlich nie verloren. Erinnert an ein Bonmot, das mein seliger Vater immer mit großem Lachen zitiert hat, von seiner Armeezeit. Von vorne kommt der Kugelregen, von hinten kommt der Ordensegen. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mich nicht gefreut. Ja? Es sagte doch irgendwie, du hast etwas von dem, was du dir vorgenommen hast, geschafft. Ja? Und dann kam noch das Bayerische dazu. Ja? Natürlich, das hatte noch einen anderen Geschmack. Bayern. Und da sagte ich auch, der kleine Heinebrand, den sie aus der Schule geschmissen haben, ja, den sie quasi aus dem Land getrieben haben, ja, kommt zurück und der Ministerpräsident von Bayern hängt in sein Kreuzel um. Ja. Das war schon etwas Besonderes. Natürlich war es bayerischer, blau-weiß. Blau-weiß sowieso meine Farbe. Zürich ist blau-weiß, Israel ist blau-weiß, Bayern ist blau-weiß. Ja. Geboren unter blau-weißem Himmel. Bin stolz drauf. Dieser Mangel an Zivilcourage war eins der Schandmale des deutschen Volkes damals. Denn ich sagte, als wir die Lichterketten bildeten, jetzt, weil, als die Flüchtlingsheime brannten und so weiter, als wir gemeinsam da auf die Straße gingen, um dagegen zu protestieren, habe ich damals gesagt, wenn auch die Kirchen und die Bürger damals so agiert hätten, ja, dann wäre das Ganze so nicht geschehen. Es war diese Duckmäuserei, ja, diese, ja, natürlich auch Selbstschutz. Ja. Wenn ich was sage, dann kommt die Gestapo und holt mich auch. Wenn es eine Massenbewegung gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Und es gibt genügend Zeitzeugen, die das auch belegen, die mutig waren, ja, und denen nichts passiert ist. Aber sie riskierten etwas. Aber das Risiko war desto größer, weil es so wenig waren. Wenn wir die Fähigkeit, uns zu erinnern und gedenken, verlieren, dann sind wir verdammt, die Fehler zu wiederholen. Ich glaube, Erinnerung an Vergangenheit, wie schlimm auch immer, muss immer ein Ausgangspunkt sein für Zukunftsgestaltung. Eine junge Generation oder in 3 oder 4 Generationen können nicht mit Schuld behaftet werden. Ja? Wir müssen daraus erarbeiten, welche Verantwortung sich daraus ergibt. Es hätte anders sein müssen, hätte anders sein können. Gedenken ist ein Imperativ.